Als der neue HomePod Mini endlich verfügbar war, dauerte es keinen Tag, bis sich die Lieferzeiten bis in den Januar hinein verzögerten. Selbst Apple hatte also nicht mit der enorm starken Nachfrage nach seinem neuen smarten Lautsprecher gerechnet und ich war somit verdammt froh, dass ich meine zwei direkt zu Beginn bestellen konnte. Ich habe die beiden nun zwei Wochen lang sehr intensiv getestet und ob sie wirklich so gut sind, wie alle sagen, das erfahrt ihr in diesem Video. Das Beste am neuen HomePod Mini ist, nun ja, dass es ihn gibt. Bislang hatte Apple nämlich nur einen einzigen smarten Lautsprecher, den HomePod im Sortiment. Und da dieser stolze 350 Euro kostet, kann ich es nur zu gut nachvollziehen, dass es nicht allzu viele gab, die sich einen davon in jedes Zimmer ihrer Wohnung stellen wollten. Und das sage ich, obwohl ich tatsächlich einer von denjenigen war, der sich ganze drei Stück davon gekauft hat. Größter Augenmerk lag bei dem großen HomePod ganz klar auf der wirklich überragenden Klangqualität. Da man diese jedoch nicht in jedem Raum braucht, stand man bislang immer vor einem Dilemma. Entweder einen 350 Euro HomePod in einen Raum stellen, in dem man eigentlich gar nicht Musik hört, oder in den Raum halt gar keinen HomePod stellen. Mit dem HomePod Mini ist das nun anders. Er ist deutlich kleiner als der große HomePod, soll aber trotzdem eine sehr gute Klangqualität bieten und das Wichtigste, er kostet unter 100 Euro und ist damit so erschwinglich, dass man ihn sich gut und gerne in seine ganze Wohnung stellen kann. Ich meine, dass der HomePod Mini klein ist, das ist mittlerweile jedem klar. Er ist ungefähr so groß wie ein Apfel und findet damit wirklich überall Platz. Doch wie sieht es nun mit der Klangqualität aus? Nun ja, obwohl der HomePod Mini sehr klein ist, ist der Sound wie auch beim großen HomePod ein gutes Stück besser, als man das bei seiner Größe erwarten würde. Möglich macht das allein ein einziger Treiber mit voller Bandbreite und zwei passive Tieftöner. Durch den speziellen Aufbau des HomePod Minis wird der Klang in 360 Grad rund um den HomePod ausgestrahlt und der verbaute S5-Chip verbessert die Audioqualität in Echtzeit. Doch wie gut klingt der HomePod nun genau? Das kann man in so einem YouTube-Video natürlich nur bedingt beantworten, da man das einfach selber gehört haben muss. Fest steht auf jeden Fall eins, der HomePod Mini wird sehr laut, klingt sehr klar und auch der Bass kommt nicht zu kurz, auch wenn an dieser Stelle der Unterschied zum großen HomePod wirklich am deutlichsten ist. Und auch wenn ein Klangtest über YouTube immer sehr fragwürdig ist, da das Ergebnis allein durch mein Mikrofon und durch eure Lautsprecher stark beeinflusst wird, mag ich euch dies dennoch nicht vorenthalten. Oftmals wurde ich nun gefragt, ob man sich für den besten Klang lieber zwei HomePod Minis oder einen großen HomePod kaufen sollte. Diese Frage lässt sich jedoch gar nicht so einfach beantworten, da zwei HomePod Mini Stereo Sound liefern, der eine große HomePod aber immer noch mehr Bass liefert und etwas besser klingt. Nun muss man sich also die Frage stellen, ob man lieber mehr Bass und eine etwas bessere Klangqualität haben will oder ob man 150 Euro sparen will und Stereo Sound möchte. Ich persönlich habe meinen einen HomePod im Schlafzimmer durch zwei HomePod Minis auf je einem Nachttischschrank ersetzt und da ich im Schlafzimmer eher mal abends ein Hörbuch oder einen Podcast höre, finde ich das neue Setup dahingehend sogar besser als der eine große HomePod. Dafür steht bei mir jetzt ein Stereo-Paar HomePods im Wohnzimmer, das nun wirklich überragende Klangqualität im Stereo-Modus bietet. Eine Sache, die ich mich gefragt habe, war, wie gut die Mikrofone in den neuen HomePod Minis funktionieren. Der große HomePod hatte ja den Vorteil, dass Siri einen selbst dann verstanden hat, wenn man sehr laut Musik gespielt hat. Und nun ja, im HomePod Mini sind vier Mikrofone verbaut und diese können ziemlich gut mit den Mikrofonen im großen HomePod mithalten. Ich hatte auf jeden Fall nicht das Problem, dass mich die HomePod Minis aufgrund ihrer eigenen Lautstärke nicht verstanden haben. Gesteuert werden die HomePod Minis dann abseits der Stimme wieder über ein Touchpanel oben auf dem HomePod. Dieses leuchtet genau wie beim großen HomePod mit dem Unterschied, dass beim HomePod Mini die Symbole für lauter und leiser keine eigene Hintergrundbeleuchtung haben. Aus diesem Grund muss im Gegensatz zum großen HomePod die Hintergrundbeleuchtung auch permanent an sein, wodurch ich die Befürchtung hatte, dass das in der Dunkelheit störend sein könnte. Wird es jedoch einmal dunkel, dann regelt das Display automatisch herunter, wodurch man dann nicht durch das Licht gestört wird. Ansonsten funktioniert die Steuerung genau wie beim großen HomePod. Man hat jeweils eine Taste für lauter und leiser und über Tippen in der Mitte kann man pausieren oder einen Track vor- bzw. zurückspringen. Wie so gut wie jedes neue Produkt von Apple hat auch der HomePod Mini nun einen Ultra-Wideband-Chip verbaut. Durch diesen erkennt der HomePod genau, wo sich andere Geräte mit zu einem Ultra-Wideband-Chip befinden und hält man zum Beispiel das iPhone 11 oder das iPhone 12 in die Nähe des HomePod Minis, dann klappt die
Übertragung von Inhalten nun deutlich schneller und zuverlässiger als zuvor. Es ist jedoch nicht alles Gold, was glänzt. Viele User berichten über Verbindungsprobleme des HomePod Minis mit dem Internet und auch bei mir trat dieses Problem teilweise auf. In meinem Fall ist das jedoch kein alleiniges Problem des HomePod Minis, sondern etwas, das ich auch nur zu gut vom großen HomePod kenne. Das ist wirklich manchmal nervig, ist aber auch kein Dauerzustand, sondern eher eine Ausnahme. Deutlich anstrengender finde ich dann aber schon wieder, dass Siri einfach alles kommentieren muss, was sie gerade tut oder vor allem, was sie gerade nicht tut. Um nur ein Beispiel zu nennen, wenn man Siri abends gute Nacht sagt, dann passiert es nicht selten, dass das Licht ausgeht und ein paar Sekunden später die Meldung kommt, dass die Szene jetzt eingerichtet wird und dann noch einmal etwas später die Meldung kommt, dass irgendein Gerät nicht reagiert, obwohl alle Geräte bereits ordnungsgemäß ausgeschaltet wurden. Das ist manchmal wirklich nervig. Und wenn jemand hierfür eine Lösung kennt, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Auch ist der HomePod Mini nach wie vor nur über AirPlay ansteuerbar und kann per Sprachsteuerung nur Musik von Apple Music wiedergeben. Auch ist das Kabel nun fest verbaut und der mitgelieferte 20 Watt Stecker ist sowohl beim weißen als auch beim schwarzen HomePod Mini weiß, was etwas komisch aussieht, auch wenn man das wahrscheinlich fast nie sehen wird. Ein Feature, das ich dafür aber wirklich feiere und was nun auf allen HomePods verfügbar ist, das ist Intercom. Man muss einfach nur sagen, ... Siri, Intercom an alle oder an den bestimmten Raum, in dem man es senden möchte und dann wird anschließend die Nachricht aufgenommen und dort wiedergegeben. Alles in allem ist der HomePod Mini aber der smarte Lautsprecher, auf den viele gewartet haben und auch wenn er noch ein paar Kinderkrankheiten mit sich bringt, bin ich dennoch zufrieden mit ihm. Smarte Lautsprecher funktionieren bei weitem noch nicht perfekt und manchmal machen sie einem das Leben sogar schwerer, anstatt es einfacher zu machen. Das ist jedoch eher die Ausnahme und es macht einfach Spaß zu sehen, wie sich diese Technik nach und nach weiterentwickelt und meine Wohnung immer smarter wird. Ich kann euch also ganz klar nur raten, probiert das Ganze mal selber aus. Apple HomeKit-Zubehör ist zwar nicht gerade günstig, hat mein Leben aber an der einen oder anderen Stelle definitiv etwas angenehmer gemacht.